Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Wie man sieht, wir sind auf der Fähre im Lupo und fahren jetzt den anderen Lupo holen. Einige haben in den Beiträgen schon gesehen, also in meinen Beiträgen bei YouTube, gelegentlich gucken da ja mal Leute drauf, dass wir einen neuen Lupo holen. Und ja, heute ist es soweit. 168 Kilometer, ein Weg, wollen wir mal gucken. Haben wir erst überlegt mit dem Trailer, aber das Auto ist zugelassen und fährt. Also von daher, warum sollen wir mit dem Trailer durch die Gegend fahren, ne? Nach 300 Metern leicht links abbiegen auf am Hafen. Da jetzt wisst ihr Bescheid. Da ist der Hübsche. Gerade erst mal vollgetankt. Übrigens sagenhafte Aussicht von der Tankstelle aus. Ja. Ist mal nicht viel zu sagen zu dem Auto, oder? Immer in der Werkstatt gewesen, 159.000 Kilometer runter. Standheizung hat er. Pflegezustand. Naja, geht so. Sagenhafter Pflegezustand. So. Ja, unter den Sitzbezügen sind auch ordentliche Sitze. Bis August 23. So was kann man natürlich nicht stehen lassen, ne? In dem Pflegezustand. Immer gerne. Da, 159.975. Und auch sonst, ne? Hier ist elektrische Fenstergeber, Zentralverriegelung, Standheizung, Servo, ABS. Ja gut, den Motorraum, den Schaden von mir kennt er ja selbst. Der wird in Zukunft nicht mehr so aussehen. Ja, wenn so ein Auto einfach nur funktionieren muss, alles super. Kein Schleim. Ne? Ne, der Wagen ist wirklich gut gepflegt worden. Was haben wir denn da drin? 5W30, das ist immer gemacht worden bei 156.000. Ja, ist kaum 3.000 Kilometer weit gekommen mit dem Öl.
Glauben wir das? Das glauben wir. Das ist ein Familienauto gewesen, ne? Ja. Immer in Inspektion gewesen bei Renault. Hier ist nochmal die Webasto-Heizung. Wo die genau ist, weiß ich nicht. ABS haben wir auf jeden Fall hier. Naja, Webasto-Heizung muss ja irgendwo sein. Ah, da im Rathaus ist sie wahrscheinlich. Da gehen einige Kühlschläuche hin. Sonst gehen die da eigentlich nicht hin. Ja, perfekt. Dann machen wir uns auf die Socken. Und melden uns später wieder. Dieses wunderschöne Teil. Ja, als wir den abgeholt haben und ich habe das Ding das erste Mal gesehen, musste ich echt schlucken. Ja, schick, nicht wahr? So, jetzt ist er bei uns. Sieht immer noch gut aus. Wer mich kennt, weiß, der Motorraum bleibt nicht so. Ich gucke erst durch und dann schauen wir mal. Scheinwerfer etc. Alles top. TÜV hat er bis August 23. Ein sehr schickes Teil. Ein hübscher. Ja. So. Innenraum. Muss ich nichts zu sagen, ne? Das ist schon fast Neuwagencharakter. Ich habe nur die Sitzbezüge jetzt abgemacht, weil die gefielen mir überhaupt nicht. Ich habe da insgesamt so ein Problem mit Sitzbezügen. So. So, wir haben eine Standheizung. Das kleinste Radio. Kann man mit leben. 160.134, er ist gerade über die 160.000 drüber gegangen auf der Fahrt zurück. Ja. Elektrische Fensterheber. Wie gesagt, Standheizung, Servolenkung, ABS. Elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung mit Komfortsteuerung. Zeige ich euch mal eben. Ja, hat der wahrhaftig. Hätte ich auch nicht gedacht. Dachte meiner. Also der TDI hätte das schon ziemlich als Alleinstellungsmerkmal. Nee, nee. Beim Zuschließen. Edel, ne? Ja, Innenraum müssen wir nichts zu sagen, ne? Das ist... als ob dieses Auto nie jemand gesehen hat. Der Besitzer hat das Auto zweimal im Jahr gewachst. So. Sehr gemütlich hier. Zweimal im Jahr gewachst. Vorm Winter, vorm Sommer. Hammer, ne? Ja, ein Bekannter war gerade hier, der sagte auch, ist der ganz neu oder? Ja. So, mal anschmeißen das Ding. Ups. Sowas von schön. Läuft seitenweich. Wie so ein Vierzylinder halt seitenweich laufen kann. Sitzhöhenverstellung hat er. Hier an der Seite ist das. Wenn ich zu viel verstelle, komme ich hier nicht mehr raus. Nebelscheinwerfer hatte. Da hat jemand sinnig angekreuzt. Den Kollegen hier muss ich tauschen, die Schublade geht nicht mehr. Der Getränkehalter geht,
aber die habe ich noch da. Ja, besonders an dem Auto ist, das ist ein 99er, der hat, also meiner hat ja hier den Warnblinkhebel, hier, ach Hebel, Knopf hier oben drauf, ne? Das hier ist ein Zwischenmodell, und zwar ist das ein 99er, aber schon mit dem moderneren Motor. Ich habe fälschlicherweise behauptet, das ist ein AUC, nein, das ist ein ANV. Ja, ANV ist der letzte Euro 3 Motor. Ja. Hinten auch schön. Ist doch schick, oder? Wie gesagt, Neuwagen-Feeling. Das, was sie immer haben und das, was ich festmachen muss, ist das hier. Der Kleber löst sich irgendwann, aber ich habe Kleber da. Ja. Keine Fragen mehr, ne? Easy Entry Sitze. Klar. Hinten. Ich finde den wahnsinnig schick, den Wagen. Standheizung funktioniert sogar. Schon ausprobiert. Lack ist jetzt nur ein bisschen staubig, aber ansonsten sagenhaft. Das ist ein 23 Jahre altes Auto, ne? Noch 7 Jahre. Und es war wahrhaftig ein Oldtimer. So, was mir auch noch sofort aufgefallen ist, erstmal, der läuft wirklich ohne, komplett ohne zu ruckeln. Und hier, nix. Noch nie so einen gesunden Motor gesehen. Öl könnte man neu, finde ich. Letzte Ölwechsel ist her, 8,21 bei 156.989. Das bedeutet, der ist 4 Monate, 5, 6 Monate, in 6 Monaten gerade mal 3.000 Kilometer gefahren. Es ist aber, warum der so aussieht, ne? Ich sag ja, sagenhafter Zustand. Den Motorraum werde ich noch sauber machen. Das gefällt mir so nicht. Ich mag es halt sauber. Mein Gott. Vor allen Dingen ist der Kontrast, wo man hier draußen guckt, absolut, ne, Neuwagen-Feeling. Und dann guckst du hier oben drin. Ne? Also der darf schon gut aussehen. Da ist ein neues Scheibenwischergestänge reingekommen. Sehr gut. Ja, daran kränkeln sie manchmal ein bisschen. Zahnriemen. Bei 118.000, 2015. Werde ich mir mal angucken. Ja, er ist immer bei der Inspektion gewesen, das Checkheft ist voll. Also, Respekt. Schönes Ding. Ja, die hatten mich kontaktiert, ob ich Interesse an dem Auto habe. Die haben mir die ersten Bilder geschickt, da habe ich schon gesagt, ja, nehme ich. Das hat was. Ja, das Blau ist sehr selten. Wirklich sehr, sehr selten. Das ist... was für eine Farbe ist denn das eigentlich? Oder wie heißt die? Da ist der Produktionsaufkleber, nicht wahr? Lacknummer LW5Z. Muss ich dann mal gucken, wie die heißt. Ich meine, dass es blau ist, weiß ich auch, aber... Ne? Wahnsinn. Ja, ein paar Detailarbeiten noch. Aber ne? Hält sich wahnsinnig in Grenzen. Ich traue mich gar nicht, den aus der Garage rauszuholen. Schönes Ding. Wirklich ein richtig schönes Auto.
Ja. Neuwagen-Feeling quasi. Also wenn jemand einen neuen Lupo haben will, also einen richtig neuen, der auch neu aussieht, hier haben wir einen. Nein, nein, so schnell gibt es den nicht. Den mache ich mir erstmal fertig. Erstmal will ich spielen. Ja, das erste, was passiert, ist Motor. Wie gesagt, der ist trocken. Wirklich kurz trocken, der Motor. Der korrodiert eher, als dass er irgendwo nass ist. Kerngesund. Ich weiß nicht, ob das über die Kamera so rüberkommt, aber der ist. Der hört sich so gut an. Schickes Ding. Aber bevor wir irgendwas anderes machen, gucken wir mal kurz hier drunter. Ja, wir kennen ja mittlerweile unsere Pappenheimer. Von wegen alle Wartungen und so weiter, alles in der Richtung. Ne? Das ist grundsätzlich ja alles ganz schön. Aber Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Ja, ist halt so, ne? Wir wissen es ja jetzt. Alles abgestempelt heißt gar nichts. Luftfilter gucken, Drosselklappe gucken. Blow-by hat er nicht, habt ihr ja gesehen. Also der hat keinen Druck im Kurbelgehäuse. Von daher Motor gesund. Wollen wir mal gucken, ob das auch so bleibt. Kurbelgehäuseentlüftung, Unterdruckschlauch. Ah, verdammt. Irgendwas ist auch immer. Oh ja, das sieht gut aus. Vorläufig. Klar, Drosselklappe kann immer mal sauber gemacht werden, ne? Wenn man drunter guckt. Aber in dem Fall hält sich das echt in Grenzen. Ne? Seht ihr selbst. Gut, wird aber trotzdem sauber gemacht eben. Was schon einmal dabei ist und das offen hat. Machen wir das auch. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Sind wir gerade da. Der hat E-Gas, ne? Sieht man ja, ist kein Seilzug dran. Das ist die andere Version der Drosselklappe. Die etwas neuere.
So. Einmal durchputzen. Gucken, dass die Kanten sauber sind. Mal kurz nachsprühen. Wenn die Dinger leer werden, taugen die echt nichts. Doch noch was Passendes gefunden. Ja, so sieht ja schon besser aus. Wird beschissen anspringen jetzt gleich. Aber das kennen wir schon. Wird auch ordentlich Suppe rauskommen hinten. Also Qualm. Das wird ja jetzt gleich verbrannt. Gehäuse auch gleich ein bisschen. Bei der Gelegenheit. Ja, sieht gut aus. So, dann wollen wir mal gucken. Wie es qualmt. Ob es qualmt, ja, ob es qualmt, ist eigentlich Quark, der qualmt garantiert. Jo, kam einiges raus. Als nächstes gucken wir uns die Zündkerzen an.
So. Einmal runternehmen, den Kollegen. Nockenwellensensor runternehmen. So. So, dann schauen wir mal. Das ist ein bisschen schwach. Ach, stimmt ja, mein Gerät ist kaputt hier. Muss ich mir auf der Kamera angucken, wie viel er ausgeschlagen hat. Irgendwas hält hier nicht dicht. Ich versuche nochmal. Trotzdem, egal. Ich brauche auch ein bisschen was Neues. Okay, also mal kurz andersrum drehen, damit ich auch mal was sehe. Mehr ist normal. Das Ding jetzt, glaube ich, auch schon 5 Jahre oder sowas in der Richtung. Irgendwann ist halt kaputt, ne? Ist jetzt nicht das hochwertigste Gerät. Ich hätte gerne einen mit einem Kartenschreiber. Das ist zwar der Nachteil, dass ich immer einen zweiten Mann brauche. Mann, Frau, egal welches Geschlecht. Aber irgendeiner muss das Ding ja festhalten. Also Öl habe ich noch im Zettel.
Zündkerzen auch gerne. Sah auch gut aus. Müssen wir mal kurz mal stoppen und mal gucken. Ja, mal kurz durchgeguckt. Scheint im Bereich des Erträglichen zu sein für so einen Kurzstreckenbomber. Trotzdem kriegt er mal eben kurz ein bisschen über Nacht. Kann nie schlecht sein bei den Kolbenringen von diesen 1 Liter Motoren oder 1,4er. Für alle, die es nicht wissen, WD-40 besteht fast, also zum riesigen Teil aus Petroleum. Eigentlich nur dafür da, verharzte Sachen zu lösen. Und da sind wir bei den Kolbenringen fast genau richtig. Ne? Eine ordentliche Ladung in die Kerzenlöcher über Nacht. Und wir haben Nacht. Ja. Darf gerne ein bisschen mehr sagen, wir holen es ja vorher raus, ne, bevor wir das nächste Mal starten. So, als nächstes gucken wir uns den Zahnriemen an. Jetzt nochmal, der hat keinen Intervall, ne? Sichtprüfung. Exzellent. Moment, jetzt muss ich mal eine Lampe holen, damit ihr auch was seht. Wo habe ich die jetzt hingetan? Ach da. Blind auch noch. So, was haben wir denn hier drin? Da ist die Scheibe. Die Wasserpumpe ist mit neu gekommen. Ja, sieht gut aus. So, machen wir mal gucken, wer dran kommt. Damit ihr auch was seht. Es gibt ein Messgerät für die Spannung des Zahnriemens. Ne? Aber es ist eigentlich immer ganz passend, wenn der sich hier diese berühmte Viertelumdrehung drehen lässt und danach nicht mehr weitergeht, ist er komplett in Ordnung. Ansonsten, ihr seht das selber, ne? Ihr habt nicht diese Rillen da drauf. Also die Zähne drücken sich nicht durch. Der hat noch ordentlich Guthaben, also das passt. Was da drauf steht, da drin ist auch kein Abrieb. Wasserpumpe, hier oben, ja. Wasserpumpe ist okay. Ja, man muss den Zahnriemen wechseln aus Gründen. Zahnriemen wechselt man, wenn er nötig ist. Ne? Und der ist noch nicht nötig, auf gar keinen Fall. Würde ich beruhigt mit dem Urlaub fahren. Zähne sind auch okay, schön scharf. Nö, sieht gut aus. Also stimmt das da oben schon mal. Na komm schon, hier rein. Fertig. So,
Zahnriemen passt. Der Keilrippenriemen ist nicht alt. Wir sehen die Aufschrift noch. Seht ihr das da unten? Continentech. Das, was ich gerade bei dem anderen Lupo eingebaut habe. Ja, der ist noch nicht alt. Aber die Spannrolle gefällt mir nicht. Ziehe euch mal ran. Die sollte man definitiv im Auge behalten. Der Riemen selber, wie gesagt, noch nicht alt, aber die, naja. Ansonsten, wie gesagt, dicht ist er. Ja. Nö, ist gut aus. Zahnriemen, wie gesagt, gut haben. Drosselklappe passt. Mal einen kurzen Ton drüber pusten. Ja, was noch immer gut zu wissen ist, Bremsflüssigkeit, ne? Hatten wir jetzt ein paar Mal. Die hier sieht voll aus. Das kann ein gutes oder schlechtes Zeichen sein. Ja, sowas von schön. Nee, also das mit der Wartung, mit der regelmäßigen, das glaube ich ihm langsam. Der hat echt immer Wartung gekriegt, ne? Hier passiert gar nichts. Ja. Ja, passt. Einmal abputzen und jetzt machen wir die Kontrolle, die Gegenkontrolle. Und zwar machen wir die da. Ja. Da seht ihr, also das Gerät funktioniert. Hier kann man eine ganz gute Gegenkontrolle machen. Das Kühlmittel ist natürlich überwiegend Wasser, ne? Okay, nochmal abputzen. Komplett abputzen, richtig schön sauber machen, genau. So. Sagenhaft, ne? Okay. Ne, ich glaube ihm das mit der regelmäßigen Wartung. Scheint eine gute Werkstatt zu sein. Wie heißt der gute Mann? Thomas Zabel in Liebenburg. Glückwunsch. Passiert mir in letzter Zeit wirklich nicht oft, dass ich mal beeindruckt bin. Ja doch, von negativen Ergebnissen. Hier aber, also er hat sich sehr gut um das Auto gekümmert. Beeindruckend. Ich habe das jetzt so oft erlebt, alte Autos, nee, geh weg, nee, lass mal. Aber der gute Mann, von dem ich den Wagen gekauft habe, hat wohl offensichtlich einen guten Stellenwert als Kunde. Wie gesagt, das sieht man in letzter Zeit wirklich selten. Ihr habt es im letzten Video gesehen. Ja, hier muss mal gereinigt werden. Ich glaube, hier packe ich einen gereinigten rein oder einen neuen. Da ist Schleim drin, ne? Das ist... Über die Dauer, wenn die Dinger nicht fahren, ne, das ist genau das Problem. Der Wagen ist 23 Jahre alt. Bei 160.000 Kilometer könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel er gefahren ist.
Und jeder Dreck, den ihr irgendwo aus dem Kühlsystem mitnehmt, setzt sich hier ab. Ja, der Mann mit dem Caddy hat ja auch gefragt, was ist das für ein Sift da unten drin? Beide Motoren, definitiv keine Zylinderkopfdichtung kaputt gehabt. Ne? Der hier auch nicht. Das ist ganz schlicht und ergreifend, das ist eine Ablagerung aus dem Motor. Der Geier weiß, was es nicht noch alles ist. Und das hängt irgendwann alles in dem dusseligen Behälter fest. Immer abkühlen, ne? Dann hängt das irgendwo fest, dann wird er wieder warm gefahren, dann kommt das nächste Zeug da rein und so weiter. Der gute Carsten hat mir mal eine ganze Lage Cookie Dent geschickt. Ich glaube, ich versuche das mal mit Cookie Dent. Ja, und wie gesagt, es muss regelmäßig gewechselt werden, aber das ist wirklich noch nicht überall hin durchgedrungen. Alle 2 Jahre das Kühlmittel zu wechseln und die Bremsflüssigkeit. In diesem Fall, wie gesagt, glaube ich das. Das Kühlmittel sieht gut aus. Ich kann jetzt gerade nicht messen, das Ding ist schon wieder kaputt, die Spindel. Und ja, Bremsflüssigkeit über jeden Zweifel erhaben. Ja, nee, scheint technisch echt richtig gesund zu sein, das Ding. Gut, Zündkerzen. Wenn man nach den Wartungsvorgaben arbeitet von VW, kommt das irgendwann zu solchen Zündkerzen. Ne? Ihr seht den Elektrodenabstand, das ist zu viel. Und die sind verschlissen. Aber alter Falter sind die verschlissen. Nicht schlecht. Ganz schlicht und ergreifend zu viel Elektrodenabstand und ihr seht, wie die Elektrode teilweise auf den Kerzen echt schon abgebrannt ist. Ne? Ja, die müssen neu. Definitiv. Kommen auch neu. Da werde ich gar keine Experimente machen mit Reinigen oder sowas. Ich hatte auch überall, irgendwo hatte ich noch einen Satz zu Kerzen, meine ich. Ich guck mal hin. Ne, das sind große für den ALL. Schade. Da habe ich noch welche. Auch große. Schade. Keine kleinen mehr. Also für den alten Motor habe ich noch 2 Sätze da, für den hier nicht. Also, was haben wir? Wir machen neues Öl rein, neue Kerzen, Luftfilter gucke ich jetzt sofort. Der Ausgleichsbehälter muss definitiv sauber gemacht werden. Das gefällt mir so nicht. Oder ich nehme einfach einen anderen. Ja. Eine ordentliche Spülung einmal durch das Kühlsystem jagen und dann frisches Kühlmittel rein. Das klingt nach einem Plan, ne? So, jetzt kommt meine absolute Lieblingsarbeit mit den 4 Millionen Schrauben und diesmal nehme ich eine Baumaschine. Mein Akkuschrauber ist gerade verstorben. Die hatten echt Schrauben übrig. Ich habe 2 Millionen Schrauben zu viel gestellt. Ah, warte mal, ich konzentriere mal den Luftfilter da oben. Ja. Vergessen? Nein. Seit wann fallen die Schrauben denn raus? Seit ich da mit der Baumaschine dran bin. Okay. Ja,
Nee, die kommen neu. Okay, Luftfilter, Zündkerzen, Öl. Also eine Inspektion quasi, eine kleine. Ja. Aber nichts Wildes, ne? Wirklich nichts Wildes. Motorraum reinigen, klar. Irgendwas mir noch. Ach ja, die Bremsen wollte ich mir angucken. Aber so wie die Bremsflüssigkeit voll ist, glaube ich, die sind neu. Ich meine, er hätte auch sowas gesagt. Ich guck mal eben. Ohne euch. Ja, Bremsbeläge sind neu. Scheiben haben die zweiten Bremsbeläge drauf. Ja, wie gesagt, immer drum gekümmert worden. Es ist fantastisch, dieses Auto. Gut, dass die Inspektion jetzt nötig ist, das ist von der Rumsteherei, ne? Definitiv. Das sind die Kerzen, die da drin waren, die sind ganz schlicht und ergreifend verschlissen durch die Kaltstarts. Ne? Nicht jedes Mal machst du die Standheizung an, bevor du losfährst. Das ist, ja. Hier wird er jetzt Langstrecke kriegen, für seine Verhältnisse. Von daher, super. Ja, vernünftige Filter eingebaut. Ich bin begeistert von dieser Werkstatt. Also, ich sage das gerne nochmal. Thomas Zabel, DZABEL, Fahrzeugtechnik, Blumenhagen 5, in 38704 Liebenburg, Othfresen. Ja, kann man hingehen. Hat sich gut drum gekümmert. Also wie gesagt, ich habe es so oft erlebt, ne? Ihr habt es jetzt beim letzten Video gesehen, ne? So oft erlebt, dass Werkstätten, nö, alt, blöd. Kann ich nicht. Aber der Mann hat ja, der hat das Auto richtig am Leben erhalten. Das ist top. So, und ich werde jetzt mal mit dieser Begeisterung zum Ende kommen. Wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Ich, ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.